Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir starten heute gemeinsam Assassin's Creed Odyssey. Ja, im letzten Jahr kam ja Assassin's Creed Origins raus. In Origins waren wir in Ägypten. Hier in dem neuesten Teil der Serie führt es uns nach Griechenland. Und ich bin schon sehr gespannt auf eine große Erneuerung, und zwar das Entscheidungssystem, wie das alles so funktionieren wird mit den Entscheidungen, was für Konsequenzen auf uns warten und so weiter. Und wir dürfen uns auch entscheiden, ob wir einen Mann oder eine Frau spielen werden. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Let's go! Bereit, mein König. Sag dir, Nickes, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun... stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Und da sind wir jetzt als König Leonidas und haben auch direkt zu Beginn eine große Schlacht. So, her du erbärmlicher Wurm. Und wir setzen jetzt auch erstmal hier die ganze Zeit die Fähigkeiten ein. Denn die sind ja jetzt neu hier in Odyssey. In Origins gab es ja nur eine Fähigkeit, oder wie das dort war. Ich glaube, so eine Art Superattacke war das immer nur. Bin mir aber gerade nicht so sicher mehr. So, weg mit dir. Damit muss ich natürlich auch erstmal klarkommen. Für Sparta! Ich weiß nicht, diesen Tritt finde ich richtig geil. Den habe ich auch schon so in den Gameplay-Trailern gesehen. Vor allem, wenn die Gegner dann so schön wegfliegen. Später werden wir uns dann auf jeden Fall auch entscheiden können. Für Alexios oder Cassandra. Und man
Hat er jetzt ja auch in Odyssey alles ein bisschen mehr wie ein Rollenspiel schon aufgebaut. Und ich muss sagen, auf die neuen Sachen bin ich schon sehr gespannt drauf. Das wird da dann alles zu sehen werden. So. Weg mit euch hier. Ja, das Gameplay muss ich mich erstmal gewöhnen. Das fällt mir auf jeden Fall auf. Damit komme ich noch nicht so gut zurecht. Mit den Fähigkeiten und so. Vor allem, ich frage mich auch schon, was es später für Schlachten wird. Weil es wird ja auch hier die Möglichkeit geben, seine eigene Crew aufzubauen, nenne ich das jetzt einfach mal. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann wird, später Schlachten hier zu führen. Sowieso so ein Fan von so großen Schlachten und sowas. Von daher finde ich sowas sehr cool. So, jetzt haben wir unseren ersten kleinen Bosskampf. So, jetzt die anderen Fähigkeiten hier einsetzen. Mein Sohn ist mehr Krieger als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein. Spartas Söhne sterben lieber. Das lässt sich arrangieren. So. Ohne deine Armee bist du nicht mehr so vorlaut, was? Warum blutest du dann so stark? Jawohl. Kein Gegner für einen Spartiaten. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Endlich. Wow, das ist krass, Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay,
Los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Okay, und hier können wir uns jetzt entscheiden. Cassandra oder Alexios. Und ich weiß nicht. Diese Entscheidung, ich weiß nicht, was sollen wir nehmen? Mann oder Frau, Cassandra oder Alexios? Ich weiß nicht, ich würde an sich gerne mal eine Frau spielen, weil es halt was Neues ist, so Assassin's Creed mäßig und so. Aber irgendwie, ich finde, der Alexios passt besser zu mir. Einfach aus dem Gründen auch so, ich kann mich besser mit dem identifizieren und auch weil, ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie etwas geiler vor, in so einer Rüstung so zu sein, als Mann. Das hört sich vielleicht als komisch an jetzt so, wie ich das begründe und so, aber ich würde sagen, wir nehmen Alexios und Cassandra, dich nehmen wir leider nicht. Lebe wohl. Er wird uns den Weg zeigen, ganz sicher. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Gesicht! Komm her, du! Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sichern sein. Für letzte Woche! Malaka!
Der Zyklop sagte, du spielst gern den Harten. Dann sei hart! Weißt du was, das werde ich auch sein. Du solltest mittlerweile wissen, dass der... Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ah, danke für die Warnung. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Jetzt ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Alexios? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ah, jetzt können wir hier sogar mal eine Entscheidung schon treffen. Ich versuche, ein gutes Wort für dich einzulegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Wo kann ich Markus neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Ihr seid tot, verschwindet. Wir haben ja gerade schon gehört, dass irgendwie diese Leute ihn nie in Ruhe lassen. Deswegen würde ich sagen, vernichten wir die. Hört sich vielleicht hart an. Ist auch hart, aber ja, wir tun das. Es war ein Fehler, herzukommen. Meister des Schwertes. So. Und was diese Entscheidungen später noch so alles für Konsequenzen nach sich ziehen werden, bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ein sehr nützliches Geschenk von Markus an den kleinen Alexios. Aber gegen die Schläge des Zyklopen wird er mir kaum helfen. Was das so betrifft... Wir schauen uns mal ganz kurz hier um. So, erstmal hier hoch sollen wir. Ziehen wir sie an. So, hier haben wir unser Inventarmenü. Und hier sieht man das ganze Zeugs jetzt auch. Mit unseren Rüstungen und so. Und wir rüsten direkt mal hier so ein paar schicke Sachen aus. Ach nein, da müssen wir Stufe 5 erst sein für. Okay. Aber das hier können wir anziehen. Gut, dann freue ich mich schon mal auf Stufe 5. So. Dann machen wir mal weiter. Ich bin sehr gespannt jetzt auch auf die Open World, wie die so aussehen wird, ob es da Abwechslung geben wird viel und wie voll die sein wird.
Und dieser Speer, den wir hier haben, das ist der Speer von Leonidas, soweit ich weiß. Und das ist hier in Odyssey unser Assassinen-Dolch, also so gesehen unsere versteckte Klinge. So habe ich das irgendwie mitgekriegt in letzter Zeit. So, jetzt können wir Ikarus suchen. Das ist auf jeden Fall so ähnlich wie halt letztes Jahr auch mit Senu. So hieß der ja, der Adler bei Origins. Da ist es ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Okay, sehr schön. Und ich muss ja so sagen, unser Alexios hat irgendwie eine geile Stimme. Ich weiß nicht, diese Stimme kommt mir bekannt vor. Das ist mir auch ab und zu in den ganzen Trailern aufgefallen, so, dass mir die Stimme irgendwie bekannt vorkommt von dem. So, bevor wir dorthin gehen zu unserem Ziel, schauen wir uns mal eben noch kurz hier um. Ich möchte mal wissen, was es hier noch so gibt. Obwohl, das können wir auch gleich machen. Wir gehen erstmal dorthin und reden mit Markus. Ja, das stand da dort. Stehlen, okay. Komm, einmal kann man was stehlen. Nur vielleicht zweimal auch. So. Drachmen haben wir jetzt hier bekommen. Das ist ja die Währung hier. Herr, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Alexios, so ein Glück! Bewahr rechtzeitig bei dir. Trauben erzählen. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest das mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus? Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ah, so einfach ist das. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du denn das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, mein Freund, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, mein Freund. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris? Schon wieder? Warum leihst du ihm immer wieder Geld? Er ist ein treuer Freund. Seine Familie soll nicht hungern. Du bist ein guter Mann, aber du kannst mit Geld nicht umgehen. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, mein Freund, natürlich. Such dir eins aus. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Wir nehmen
Das Weise, würde ich sagen. Nein, das ganz Linke. Ich nehme das Linke. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Wähle mit Bedacht. Ja, ist ja gut. Ich werde wählen mit Bedacht. Das da. Das rechte. Dieses da? Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Marcos. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Duris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phoebe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Alexios. So fängt es an. Quest abgeschlossen. Okay, dann geht es jetzt zum Strand. Was haben wir denn hier? Ach, das ist eine Nebenmission dort. Die können wir später mal annehmen. Ella! Ja, das Pferd sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, aber die Regionen sehen auf jeden Fall auch sehr schön aus. Also die gefallen mir auf jeden Fall schon mal. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen habe von der ganzen Gegend und der Welt. Hier so ein Odyssee. Ich werde mich an die Malakias anschleichen. Ella! Okay, anschleichen. Dann möchte ich jetzt hier absteigen. Zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Phoebe. Okay. Im hohen Gras wird mich niemand sehen. So, dann holen wir den mal dort leise weg. Ich darf den Rest dieser Arschlöcher nicht entkommen lassen. Ja, das dürfen wir wirklich nicht zulassen. Ich wollte den jetzt auch gar nicht hier aufheben. So. Wir pfeifen mal die Person dort hierher. Klang nicht wie ein Vogel. Komm. Komm zu Papa. So. Also ich muss ja schon mal so sagen, die Animationen von den Kills und so sehen echt geil aus, wenn du die so wegmeuchelst. Na gut, ich bin ja sowieso ein kleiner Meuchler. So, wir holen mal noch die anderen hier weg. Zeit, Phoebe da rauszuholen. Keine Sorge, mache ich. Geht es dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phoebe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Marcos. Wir sind deine Familie, nicht? Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass dich nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater.
Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit. Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los. Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was essen wir heute Abend? Heute Abend essen wir die kleine Cassandra. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht sie. Nimm mich stattdessen. Ich schmecke viel besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg sie in ihr Bett. Natürlich, Pater. Alexios. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein. Die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was genau sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Alexios. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Du wirst gejagt. Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen. Solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Stift eines Kopfgeldes einfach ausbezahlen, aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Söldner. Okay, das mit den Söldner, das habe ich schon mal gesehen. Das erinnert nämlich mich so auch ein wenig dran an dieses, wie nennt man das, Nemesis-System aus Mordors Schatten. Daran erinnert mich das alles so ein bisschen, vom Aussehen her zumindest. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Schreibt mir gerne erstmal so euren Ersteindruck von Assassin's Creed Odyssey in die Kommentare. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Haut rein und tschüss.